Hey Leute, heute mal mit ungeglätteten Haaren und das ist echt schlimm. Ich finde mein Glätteisen nicht, aber ich glaube, ich suche das jetzt nochmal, weil das könnt ihr nicht ertragen, das ganze Video lang. Das kann ich euch nicht zumuten. So, da bin ich wieder, diesmal mit wunderbar geglätteten Haaren. Yeah! Es gibt einige Sachen, die ich sowas von oft verliere, beziehungsweise einfach nur verlege, die ich einfach nicht mehr weiß, wo ich sie hingelegt habe. Zum Beispiel eine ganz krasse Sache ist mit meinem Haustürschlüssel. Der ist immer irgendwo, aber nicht da, wo er sein soll. Und zwar in meiner Hosentasche. Der kann überall sein jetzt mal. In der Hose, mal ist er dort, mal steckt er in der Tür, mal steckt er von außen in der Tür. Alles schon gehabt. Aber das ist bei weitem nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist wirklich, wenn man etwas braucht und es einfach gerade nicht da hat, nicht weiß, wo es ist und es ist einfach weg. Wenn ich gerade E-Gitarre spielen will, aber einfach kein Pleck finde. Jetzt mal für alle, die nicht wissen, was ein Plektrum ist. Das ist so ein kleines dreieckiges Ding. Dreieckig, genau. Viereckig, dreieckiges Ding. Moment, ich zeig mal ein Dreieck. So, Dreieck. Dreieck. Dreieckiges Ding auf jeden Fall. Womit man die Saiten von der Gitarre anschlägt. Meist von der E-Gitarre. Bei mir sieht das dann so aus. Ich hänge meine Gitarre um und guck mich um, suche nach einem Pleck, aber ich finde keins. Dann suche ich in meinem kompletten Zimmer nach einem Pleck. Überall suche ich nach diesem kleinen Pleck drum, was man so einfach verlieren kann. Doch irgendwann finde ich einen Pleck und ich bin so unglaublich fröhlich, dass ich einfach nur breit grinsen muss. Aha, grinsen. Ich hab so einige Sachen, die muss ich einfach mal da haben, weil sie total lecker sind und ich sie mal in mich reinschaufeln kann. Und wenn sie nicht da sind, dann denke ich nur so, ja! Ihr wisst doch, wovon ich spreche. Also normalerweise, ich halte es mal hoch, spreche ich immer von Wäschekörben. Das ist ein Wäschekorb. Kann man Wäsche reinmachen oder sich reinsetzen, wenn man lustig ist. Hallo! Wow, voll der krasse Sound. Hallo, hallo. Okay, das reicht. Nein, also ich stehe total auf Chips, vor allem ich habe hier gerade Pringles da. Und das Coole dabei ist, die kann man immer so cool von einer Seite ablecken. Und keine Ahnung, ich stehe doch voll drauf. Nur schlimm ist es, wenn sie mal nicht da sind. Dann renne ich in meinem Zimmer rum, gucke in allen Schubladen, finde nichts, alle sind leer. Ich suche überall, sogar auf dem Schrank, ich finde nichts, ich raste total aus. Und dann auf einmal kommt die Erlösung. Und hab nur wieder dieses unglaublich fette Grinsen im Gesicht. Und was noch viel schlimmer ist, wenn ich meine Sticks nicht finde, um auf meinem selbstgebauten Schlagzeug mit den coolen imaginären Becken zu spielen. Und mal wieder begebe ich mich auf die unendliche Suche in meinem Zimmer nach den Sticks, guck überall in den Schubladen, doch ich finde sie nicht. Und dann auf einmal fällt mir auf, oh. Und mal wieder huscht ein breites Haargrinsen über mein Gesicht. Und ich kann endlich Schlagzeug spielen. Kommen wir zu den Videofragen und zwar erste Videofrage: Was sind so die typischen Sachen, die du verlierst? Ist es der Schlüssel oder ist es der Lippenstift jetzt mal an die Frauen gerichtet? Oder ist es ein Plektrum? Also schreibt es einfach mal in die Kommentare, dann gucken wir mal. Zweite Videofrage: Was sind einfach so die typischen Sachen, die ihr immer da haben müsst? Also bei mir ist es ja Essen, Essen und Essen. So, ich halte es gerade noch in der Hand. Mir fällt gerade keine dritte Videofrage ein, deswegen würde ich einfach sagen, was ist cooler, Pringles Salt and Pepper oder Pringles Ketchup? Schreibt dann mal in die Kommentare. Es gibt auch so eine coole Seite, da könnt ihr abstimmen. Also ich finde Salt and Pepper cooler, aber müsst ihr selber wissen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Tschaußen.